Herzlich willkommen im Mediterraneum, heute zu einer kleinen virtuellen Rundtour. Normalerweise machen wir im Februar eine Hausmesse für euch. Das ist leider im Moment nicht möglich und deswegen möchte ich euch gerne mitnehmen durch unsere frisch renovierten, neu gestalteten Ausstellungsräume und euch ein paar Dinge zeigen. Kommt mit rein. Wir haben hier in diesem Bereich eine Ausstellung, die Richtung Loft, moderne Gestaltung geht. Wir arbeiten also mit rustikalen Materialien, ein bisschen Industrial. Wir haben hier einen schönen Tisch aus Altholz, 6 cm stark, alte massive Eiche. Darüber eine entsprechende Gestaltung im Industrial Look mit 3 Leuchten und sehr schönen spiralen Glühwendeln. Passend dazu habe ich hier drüben ein kleines Leiterregal entworfen, was man für Bücher oder als Bar nehmen kann. Während der Tisch aus Altholz ist, ist das neues Holz, aber schaut mal, wie wir das schön in einem rustikalen Charakter getischlert haben. Dieses Leiterregal kann man natürlich in jeder Größe, in jeder Farbe und Gestaltung auch anfertigen. Dahinter eine schöne Tapete, eine besondere Tapete, die muss man einfach mal anfassen. Deswegen kommt irgendwann mal selber vorbei und testet das. Übrigens, von allen diesen Einrichtungsgegenständen, die ich euch jetzt zeige, gibt es noch ein kleines separates Video, wenn ihr weitere Details wissen wollt. Also klickt euch durch diese folgenden Videos dann einfach durch. Schauen wir uns weiter um. Hier haben wir ein neues Sofa mit verstellbarer Rückenlehne, einmal für Lümmelcouch, einmal für die Gäste, wenn man so möchte. Transformertische, wie gehabt, natürlich weiter im Sortiment in verschiedenen Formen, Größen und Materialien. Und was wir ganz neu im Sortiment haben, das sind Leuchtmittel von einem ganz tollen Hersteller. Und zwar das, was hier hängt, das ist im Prinzip eine Birne, die man so kaufen kann und tolle Lampen, tolle Lichtatmosphären gestalten kann. Dann haben wir hier drüben einen kleinen LED-Kamin, der hier so schön munter vor sich hin flammt. Da lässt sich natürlich prima Platz nehmen, um mal ein Buch zu lesen, um ein bisschen Ambiente, Musik zu hören, wie auch immer. Aber das ist nicht nur ein Kamin, weil auch das ist ein Transformertisch. Und wie das ein Esstisch wird für 12 Personen, das zeige ich euch im Einzelvideo auch später. Kommen wir mal hier drüben auch nochmal auf das Thema Wandgestaltung zurück, weil schöne Wände, gerade auch in der modernen Gestaltung, ist sehr, sehr wichtig. Man hat ja nicht so viel stehen und man hat ja auch freie Flächen. Und hier haben wir zum Beispiel eine Gestaltung, das sieht aus wie Rost, wie Stahl, reingefressener Rost. Schön mit einer tollen Haptik auch. Ist natürlich sauber, alles super, als Rostwandgestaltung. Und das Gleiche hier seht ihr auch nochmal in Beton oder Betonoptik, wo man auch den Raum gestalten kann. Wir gehen jetzt mal ein Stück weiter Richtung Klassik. Klassik heißt, dass wir da so mehr das nostalgische, gediegenere Ambiente im herkömmlichen Sinne dann auch einrichten. Und auch das können wir gut. Hier drüben zum Beispiel haben wir mal das Thema Petrol einfach als Farbgestaltung aufgenommen, um auch hier eine schöne Gestaltung zu bringen. Vorhänge sind nicht jedermanns Sache, ich weiß es, aber mit Wandvorhängen, mit Stoffen kann man so viel mehr machen als eine ganz normale Gardine. Also da lasst euch auch überraschen, da wird es auch schöne viele Einfälle geben. Und vielleicht hier oben drüber, man sieht es ganz leicht an der Decke, wir haben hier mal eine Stuckleiste auch angebracht. Das ist auch so ein Thema, was man sich auch immer nicht so richtig vorstellen kann, wenn man nur ein kleines Musterstück sieht. Genauso wie hier an der Wand. Hier im Schreibtischbereich auch eine Stuckleiste, eine schöne vertikale Unterteilung mit sich bringt, von dieser schönen braunen Textiltapete hin zu dem oberen Bereich und zu diesem schönen Bild. Und jetzt zeige ich euch mal das Thema Fernseher. Das seht ihr hier drüben. Fernseher sind ja auch immer so, werden immer größer. 65 Zoll, 75 Zoll, 85 Zoll. Dann hängen solche großen schwarzen Flächen plakativ im Wohnzimmer. Und das ist auch nicht so eine schöne Gestaltung. Deshalb mal hier ein 65 Zoll Fernseher in einen schönen Lederrahmen verkleidet. Dass das also wirklich wie ein schönes Möbelstück schon rüberkommt, finde ich persönlich, sieht viel besser aus. Und wer sich jetzt fragt, okay, was ist mit meinem HiFi-Sound? Wo sind jetzt die schönen Bässe? Wo ist der gute Klang? Das verbirgt sich unsichtbar in dieser Wand. Wir haben In-Wall-Lautsprecher eingebaut. Die kann ich euch leider jetzt nicht zeigen, weil sie sind versteckt hinter dieser Blümchentapete in Anführungsstrichen. Da müsst ihr vorbeikommen und da müsst ihr einfach mal den Sound hören, weil der ist wirklich phänomenal gut. Wir gehen ein Stück weiter.
Wir bleiben beim Thema Wandgestaltung, weil hier gibt es auch nochmal das Thema Stein. Wir können also für euch Bruchsteine, Backsteine, Bruchsteinmauern, Schichtmauerwerk in 50 verschiedenen Modellen oder Gestaltungen anbringen. Wirklich, glaubt mir, diese Bruchsteinwand sieht aus, als ob sie 40 cm dick ist und hier seit 300 oder 400 Jahren steht. Ist sie nicht. Das macht unser Fliesenleger, der montiert das oder der bringt das bei euch an. Und auch wenn man sie anfasst, merkt man nicht, dass es quasi eine vorgesetzte Schale ist. Wir gehen ein Stückchen weiter. Wir bleiben im klassischen Bereich. Hier einfach mal eine Raumgestaltung, könnte auch im Flur sein, kann auch im Wohnzimmer sein. Thema Spiegel, großer plakativer Spiegel, macht den Raum größer, wirkt gleich für eine entsprechende Gestaltung. Und hier sehen wir noch ein Detail, auch das ist eines unserer neuen Leuchtmittel. Finde ich ganz große Klasse, schönes warmes Licht, dimmbar, versteht sich, für eine schöne Wohneinrichtung. Jetzt gehen wir mal rüber in unseren kleinen Showroom, den wir sehr hell gestaltet haben, wo wir auch den Fußboden neu gemacht haben. Hier jetzt ein Designbelag aus heller Eiche. Kommt ruhig mit rein. Die Wände haben wir neu gemacht und es gibt aber auch alte Bekannte. Und das ist hier unser 4x4 Zoom-Tisch, den man also schön auch in die Breite und in die Länge verändern kann. Den werden vielleicht die einen oder anderen schon kennen. Bleibt natürlich ein fester Bestandteil, was die Möbel angeht. Und hier hinten an der Wand haben wir mal die zweite Möglichkeit einer Fernseh- oder TV-Gestaltung umgesetzt. Und zwar, das ist ein Samsung Frame-Fernseher. Der kommt vom Hersteller als Frame mit einem kleinen, schlichten Rahmen. Das war mir als Einrichter nicht genug. Ich habe dann mal einen richtigen Frame produziert, das heißt also einen gemäldeartigen Rahmen, der diesen Fernseher, der jetzt aussieht wie ein Bild, schön in Szene setzt, fast verschwinden lässt und Fernbedienung ein und man sieht hier Fernsehen genauso wie sonst auch. Ja, und dann schauen wir hier drüben vielleicht nochmal neue Polstermöbel, eben auch ein Thema. Ihr habt vorhin das Ledersofa gesehen, hier jetzt mal mit Stoff in einem schönen maritimen Blauton, farblich abgestimmt, der Teppich dazu. Und ihr seht schon, überall hängen auch Bilder. Auch das ist ein Lieferant, der über 8000 verschiedene Motive anbietet, wo wir wirklich für jede Wohngestaltung ein passendes, ein abgestimmtes Motiv dann auch finden werden. Das soll es gewesen sein von unserem kleinen Rundgang. Wie gesagt, ich lade euch ein, schaut euch die Einzelvideos an, schaut euch die Details an von den einzelnen Einrichtungsgegenständen und wenn da was Interessantes dabei ist, meldet euch bei mir, kommt vorbei. Ich stehe für jede Beratung zur Verfügung. Ich freue mich auf euch und bis dann.